Kennt ihr diese zum Teil nervige Coaching-Anfragen, die man über Social Media bekommt, wo uns jemand helfen möchte? Hey, ich habe dein Profil gesehen, möchtest du gerne ... Darum geht's in diesem Video, ich habe ein paar Gedanken dazu und, Trommelwirbel, eine Textvorlage. Viel Spaß und dranbleiben. Freunde, schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute kümmern wir uns mal um die ganzen Coaching-Anfragen, die den einen oder anderen von euch vielleicht erreichen. Und ich gebe euch gleichzeitig ein paar Tipps, wenn ihr Coaching-Anfragen stellen wollt. Ich nenne das ja Heißakquise, worauf ihr da am besten achten solltet. Also ich bin prinzipiell kein Gegner davon, im Internet hier und da mal jemand anzuschreiben, um seine Hilfe anzubieten. Das ist in Ordnung, aber das läuft zum Teil wirklich sehr plump ab mit irgendwelchen Copy-and-Paste-Nachrichten von irgendwelchen Typen, die selbst noch überhaupt nichts groß auf dem Kasten haben. Das weiß ich daher, weil ich schon oft nachgefragt habe. Und ich werde euch jetzt mal eine Textvorlage mit auf den Weg geben. Die findet ihr übrigens in den Kommentaren. Also wir machen da nichts mit E-Mail-Eintragung oder wie auch immer. Nicht in den Kommentaren, in der Videobeschreibung. Die könnt ihr euch einfach mal übernehmen, wenn ihr Bock drauf habt. Wir gehen die jetzt mal der Reihe nach durch. Vielleicht können wir sie auch irgendwie hier im Video einblenden. Und zwar, das ist nur eine mögliche Antwort. Also wenn ihr das nächste Mal wieder irgendwie eine Coaching-Anfrage bekommt, ich werde meistens von meinen Coaching-Teilnehmern darauf hingewiesen. Ja, da hat mich wieder jemand angeschrieben und so weiter und guck mal. So, pass auf. Eine mögliche Antwort, die ihr geben könntet, könnte wie folgt lauten. Ich schau mal da drauf, auf den Bildschirm. Hallo und vielen Dank für deine Nachricht. Also, ihr antwortet erstmal, weil prinzipiell spricht nichts dagegen, wenn euch jemand was vorschlägt. So, sei da offen dafür. Vielleicht ist auf der anderen Seite wirklich jemand, der es mega auf dem Kasten hat. Okay? Also, ihr könnt antworten. Hallo und vielen Dank für deine Nachricht. Du verstehst sicherlich, dass ich mich gerne davor noch überzeugen möchte. Und das ist dein Recht. Und bitte dich daher um folgende Informationen. Also, das ist in Ordnung. Wenn dir jemand was anbietet, hast du die Möglichkeit, natürlich vorher dich von dieser Person zu überzeugen. Und drei Dinge, die ich abverlangen würde, drei Dinge, wenn mich jemand coachen will oder wenn mich jemand lehren will oder weiterbringen will, von A nach B, drei Dinge. Das erste, deine Referenzen. Nenne mir doch bitte mal deine Referenzen, also ich habe geschrieben, nenne mir doch bitte, was du genau damit selbst erreicht hast, was du mir anbietest. Also wenn jemand sagt, pass mal auf, ich zeige dir, wie du bekannter wirst auf Social Media, dann soll die Person bitte zeigen, wie sie selbst an sich durchgeführt hat. Also lebt diese Person das vor. In manchen Bereichen auch hat sie es vorgelebt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ein Ernährungsberater oder ein Personal Trainer dich kontaktiert, der vielleicht schon 50 ist, der muss nicht mehr wie 20 aussehen oder die Form bringen, aber vielleicht hat er eine Vergangenheit, wo er sagt, ey, ich war auf den größten Bühnen gestanden, ich habe das alles durchlebt und so weiter, aber hol dir diese Bestätigung ein. Hat die Person das vorgelebt? Ist es selbst durchgegangen? Zweite Info, die du einholen kannst, Kundenreferenzen. Was haben genau die Menschen erreicht, die das genutzt haben, was du mir anbieten willst, also deine Coaching-Teilnehmer? Und dann müssen da Referenzen kommen. Ich wollte eigentlich in die Textvorlage reinschreiben, nenne mir bitte drei Namen deiner bisherigen Coaching-Teilnehmer, bei denen ich mich überzeugen kann, dass du es auf dem Kasten hast. Könnt ihr auch schreiben, ist ein bisschen hart, ne? So, und der dritte Punkt, und den habt ihr so noch nicht gehört. Achtung, der ist ganz fies, aber der ist richtig geil. Nenne mir doch mal ein paar Kollegen von dir, welche bezeugen können, dass das, was du anbietest, wirklich top ist. Und hier wird's spannend, Freunde. Und jetzt drehen wir das Ganze mal um. Das heißt, du möchtest übers Internet jemandem was anbieten. Und die Person springt drauf an und sagt, ey, klingt spannend. Dann empfehle ich dir, gerade du als mein Coaching-Teilnehmer vielleicht, dann empfehle ich dir, dass du diese drei Dinge auch rüberbringst, wenn du merkst, die Person ist verunsichert, weil sie vielleicht schon viele dieser Anfragen bekommen hat. So, und wenn du das noch nicht anbieten kannst, dann musst du weiter daran arbeiten. Also Punkt 1 solltest du auf jeden Fall anbieten können. Ansonsten brauchst du gar niemand anschreiben.
Punkt 2 sollte eigentlich mit drin sein. Und wer mein System kennt, weiß, erstmal Referenzen aufbauen, bevor man richtig rausgeht. Und Punkt 3 ist halt etwas, was man sich mit der Zeit erarbeitet. So, wenn ich das jetzt mache, wenn jetzt zu mir jemand kommt und würde das zu mir sagen, dann würde ich sagen, okay, meine eigenen Referenzen. Also, pass mal auf, ich habe 100.000 Follower, ich war in Las Vegas auf den größten Bühnen, ich habe ein Unternehmen aufgebaut, hier sind meine Zahlen, ich bin ja ganz transparent nach draußen, okay? Also da gibt's viel zu sehen, ich habe auch Awards, Auszeichnungen und Schnickschnack und bla bla bla, aber mein Leben ist ja nachvollziehbar, dadurch, dass ich so öffentlich bin. Punkt Nummer 2, was ist hier mein Aushängeschild? Hier nenne ich Namen, wer war bei mir? Welche Personen habe ich von A nach B gebracht, wo ich sagen kann, kontaktiere die doch mal. Ob das jetzt Speakerin Miriam Höller ist, ob das jetzt Personal Trainer Andreas Drienbacher ist, der heute auf den größten Bühnen steht, ob das ein Ben Watara ist oder wer auch immer, spielt keine Rolle. Andrea Balschuh, Kamera läuft, die jetzt vor der Kamera coacht. Das sind alles Menschen, die ich von A nach B gebracht habe. Mal mehr intensiv, mal weniger intensiv. Aber es geht einfach darum, dass sind Menschen, die können sagen, pass mal auf, der hat's drauf. Aus der, nicht Kundenperspektive, aus der Kooperationsperspektive. Ne? Also manche davon waren in Kooperation, andere haben mich ganz normal gebucht. So, die können es bezeugen, das waren jetzt nur ein paar Namen. Und solche Menschen hast du vielleicht auch in deinem Portfolio. Und die müssen auch noch nicht mal bekannt sein. Aber wer steht für deine Leistung an? Alle Academy-Teilnehmer, alle, die bei mir in der Academy sind, könnt ihr fragen, wie ist das? Ist das gut? So, hilft das auch was? So, dritter Punkt, Kollegen. Das ist so die Königsdisziplin. Und dazu gehört natürlich, dass du auch nicht das wildeste Konkurrenzdenken hast und alles alleine machst. Also das, was ich mache, ist jetzt sehr, ich bin sehr vielseitig. Ich bin jetzt kein klassischer Speaker, kein klassischer Unternehmer. Ich bin so eine Ausnahme, weil ich überall drin bin. Aber im Unternehmertum fragt Mike Fischer. So, der kann bezeugen, Kelvin hat's drauf. Im Speaker-Bereich fragt Hermann Scherer. So, im Social-Media-Bereich und in der Außenwirkung oder ein Dirk Kräuter oder wie auch immer. Und auch hier müssen es nicht die großen Namen sein. Aber hast du Kollegen, die in etwa das Gleiche machen, die trotzdem sagen, der Typ hat's drauf. So. Und das war bei mir auch schon immer in der Photoshop-Szene so. Schon immer. Selbst wenn ich Kollegen angeben musste, frag die doch mal, ob ich es drauf habe. Auch wenn ich nicht Best Buddy mit denen war. Aber das sind starke Referenzen. Für mich sind das starke Referenzen, vor allen Dingen auch authentische Referenzen. Das ist nicht, Awards habe ich jetzt auch angesprochen. Die meisten Awards heutzutage, die kannst du dir doch kaufen. So. Oder mit irgendwelchen Followern erarbeiten. Das ist doch keine Auszeichnung mehr. Eine wahre Auszeichnung sind immer, was andere Menschen über dich sagen. Und ein guter Coach ist nicht einer, der es selbst geschafft hat. Ein guter Coach hat es bei anderen geschafft. Also aus zwei Perspektiven hol dir diese Infos ein, wenn dich das nächste Mal jemand kontaktiert und dann wirst du schon merken, kann die Person abliefern oder nicht. Und wenn sie abliefern kann, lass dich drauf ein. Sei offen. Aber wenn die Person diese Information nicht schicken kann, zumindest mal Information Nummer 1 und Nummer 2, dann darfst du gerne ein bisschen skeptisch sein. Also, was sind deine Beweise? Was sind die Beweise der anderen? Und ich weiß, das Thema Beweise klingt so ein bisschen verurteilend. Referenzen. Ich finde es wichtig, in der heutigen Zeit Beweise zu haben. So, weil wir werden immer unsicherer. Jeder bietet irgendwie was an. Ja, wem können wir denn überhaupt noch vertrauen? Also hol dir Beweise an. Ist dein gutes Recht, bevor du einen Haufen Geld ausgibst. So, poste mir gerne mal dein Feedback in die Kommentare. Den kompletten Text, die Textvorlage findest du auch unter diesem Video. Wandel gerne ab, nutz sie gerne. Da, wo du sagst, das würde ich anders formulieren, änderst du natürlich ab. Das ist ja nur eine Inspiration, okay? Das ist nur eine Inspiration. Und dann viel Erfolg, entweder als Coach oder als Coaching-Teilnehmer. Ich wünsche dir viel Erfolg. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, ich kann die 3 Punkte... Es ist... So, also, melde dich gerne, ich freue mich drauf und wir bleiben in Kontakt. Vom Soldat zum Unternehmer. Von 0 auf über 250.000 Follower auf Social Media. Nicht nur Coach, sondern auch Mentor.
Hey Kelvin, ich muss dir noch tausendmal Danke sagen. Danke. Danke für alles, was du bis jetzt für mich gemacht hast. Das ist der Hammer. Danke für deine ganzen geilen Tipps. Es ist so krass, wohin das alles geführt hat. Du bekommst Kelvins beste Strategien in einem brandneuen Coaching-Format. Mit exklusivem Content und persönlichem Support. Masterminds und Live-Coachings. Der Beginn einer langfristigen Kooperation. Es wird Zeit, etwas zu verändern. Die Business Bootcamp Academy.